Auch mit dem Video zeigt er eigentlich nur, dass sie eigentlich wirklich versucht hat, ja, die ihm die Kinder zu geben, aber er hat einfach alles irgendwie gemacht, dass sie gesagt hat, nein, das geht nicht mehr. Die war auf jeden Fall der entspannte Tag und Mois war so der anstrengende Part, ne? Oder, ja. Ehrlich. Normal, wie kann man so drauf sein? Ja, der muss mal retiren, der Abi, Digga. Bis dahin, lass das ein für alle Mal wirklich bitte sein mit deinen Ratschlägen. Ich bin nicht dein Drecksohn. Ich mache meinen Kindern schöne Erlebnisse und will, dass sie sich erinnern, was wir drei erlebt haben. Nicht wir vier, wir drei. Womit du nichts zu tun hast, wenn du nicht da sein willst. Aber ich werde alles tun, damit sie glücklich sind. Wenn Safe sagt, er will die Kette, will er die Kette. Er hat einen krassen Vater und ich habe einen krassen Sohn und wir sind glücklich. Chill du, wo du willst, mach, was du willst. Aber gib mir nie wieder Ratschläge. Ich weiß, warum ich was mache und wie ich meine Kinder auf meine Art glücklich mache, damit wir das auch hinter uns haben. Ich würde gerne lieber persönlich reden. Der will echt, ne? Ja, klar. Und du spuck da nicht rein, bitte, wenn du nichts Gutes beizutragen hast. Bleib beiseite, bis später. Bis später? Aber das ging nicht. Musste sofort, ey. Direkt, Digga. Ja, Bruder, ja. Ich von diesem, was ich gerade sehe, kann ich schon denken, wie konnte die das durchmachen, Bruder? Ja, sowas du kriegst doch wirklich knacksiger, offiziell. Sowas sollte ich glücklich machen. Erschaffe für deine Kinder eine Familie, einmal im Monat zu sein. Redest du auf dem Meckes Parkplatz mit Ayla und denkst, du machst irgendwas richtig. Digga, wenn du auf Meckes Parkplatz... Wichtige Weisheit, wenn du auf Meckes Parkplatz chillst, dann gib Mois keine Ratschläge, damit es auch mal gesagt ist. Das geht nicht, Digga, bist du krank. Wieso? Zum F gibst du mir Ratschläge, wenn du so ein Mensch bist. Werd mit dir fertig selber und lass mich in Ruhe. Misch mich da nie wieder ein in dein Leben, was du selber nicht mehr lebst. Du läufst weg vor dir selber, wir hätten beide für die sein können. Heute und warum kennen wir das nicht? Wegen deinem Ego? Ja, deswegen. Gib keine Ratschläge, du weißt nichts genau wie ich. Ich meine, das ist böse. Donny! Damit du Bescheid weißt. Weißt du? Ey, der nach diesen zwei Texten. Digga, sei ehrlich. Das ist eine Antwort, ich glaube, die ist schon sehr sinnvoll. Ja. Was soll man denn auf diese Texte antworten? Macht keinen Sinn, Digga. Weißt du schon, was ich ungefähr abholen kann? Ja, gute Frage.